sieht heute nicht so schlecht aus mit der Gleichberechtigung an der Universität Wien. Circa 2/3 der Studierenden sind weiblich, doch das war nicht immer so. Erst 1897 durften Frauen in Österreich-Ungarn studieren. Vorher gab es viele Argumente dagegen, zum Beispiel, dass Frauen biologisch nicht in der Lage waren, wissenschaftlich zu arbeiten oder dass ihr Gehirn zu klein sei. 50 Jahre später erst wurde die erste Frau Professorin an der Universität Wien, die Physikerin Bertha Karlik. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat eine andere Frau an der Universität Wien studiert, Lise Meitner, die weltberühmt geworden ist. Lise Meitner hat 1901 als eine der ersten Frauen an der Universität Wien das Studium der Physik aufgenommen. 1905 hat sie promoviert, ebenfalls als eine der ersten Frauen, und ist dann aber sehr bald nach Berlin übersiedelt. Gemeinsam mit Otto Hahn, einem Chemiker, hat sie sich dem damals recht neuen Gebiet der Radioaktivität zugewendet. Schließlich hat die Zusammenarbeit zur Entdeckung der Kernspaltung geführt. Bei der Kernspaltung werden eine Vielzahl an radioaktiven Kernen erzeugt, manche davon mit Halbwertszeiten von mehreren 10.000 Jahren. Mit unserer Beschleunigeranlage untersuchen wir nun, ob und wie sich diese Kerne in der Umwelt fortbewegen. Lise Meitner ist nun für mich ein gutes Beispiel dafür, dass man seine Forschungsarbeit ab und an überdenken sollte, um auch experimentelle Forschungsergebnisse erklären zu können und daraus dann neue Wege gehen zu können. Heute sind Frauen keine Ausnahmeerscheinung mehr, auch nicht in den MINT-Fächern, in den Naturwissenschaften. Doch auf der Karriereleiter werden es immer weniger, je höher man steigt. Deshalb gibt es auch heute noch sehr viel zu tun in Sachen Gleichberechtigung an der Universität.